Moin Moin in der Werkstatt Zukunft. Herzlich willkommen hier im Landesmuseum für Mensch und Natur in der Naturaliensammlung. Unser Gast heute in der Werkstatt Zukunft dank der Umweltstiftung Weser-Ems ist Professor Dr. Peter Berthold vom Bodensee. Schön, dass Sie hier sind, Herr Professor Berthold. Klasse, dass wir uns mit Ihnen unterhalten dürfen. Mhm. Professor Berthold ist der renommierteste Ornithologe und Naturschützer, den Deutschland hat. Das sagt schon viel darüber aus, über das Thema. Wir wollen uns unterhalten über Singvögel, die es leider immer weniger gibt, über immer weniger Insekten, die es gibt. Und Herr Professor Berthold hat aber eine Idee dabei, jeder Gemeinde ihr Biotop. Da soll die Biodiversität, die Artenvielfalt wiederhergestellt werden. Und wenn dieser Plan umgesetzt werden sollte, das wäre natürlich klasse. Denn die Lage ist bedrohlich. Wie bedrohlich ist sie? Die Lage ist sehr bedrohlich. Ich will mal so sagen, wir sind dabei, unsere Überlebensversicherung im Augenblick zu verspielen oder zu verlieren. Entschuldigung, das finde ich jetzt übertrieben, wie Sie es formulieren. Das mag sein, aber da kann ich Ihnen nicht helfen, es ist trotzdem so. Ohne Artenvielfalt, ohne Vielfalt in den Wiesen, in den Wäldern, auch in unseren Feldern, selbst in den Tieren, die wir halten, wenn wir nur noch eine Hühnerrasse zum Beispiel haben und die wird von irgendeiner Krankheit befallen, ist die dahin. Mais, wenn wir nur noch ein, zwei Sorten haben, wenn wir Mais-Aids bekämen. Ist ja bei den Schweinen in der Massentierhaltung hier im Oldenburger Land genauso. Es gibt nur noch ein Hybridschwein. Natürlich, überall wird das versucht, möglichst, wenn Sie heute Hühner kaufen, da können Sie von Flensburg bis Garmisch, kommt irgendjemand vorbeigefahren, bringt Ihnen Hühner. Die sind so braun-weiß gesprenkelt. Das ist so ein Hybrid zwischen früheren Italienern und Leghorn. Die sind nahezu wie geklont. Die haben alle die gleichen Eigenschaften. Wenn da irgendwas passiert bei diesen Hühnern, sind wir hühnerfrei. Und Sie können sich ja vorstellen, was da passieren würde. Und so ist es in der freien Natur genauso. Man muss sich das so vorstellen, eine stabile Wiese beispielsweise. Sie hat vorher bestanden aus 100 verschiedenen Arten, Gräser, blühende Pflanzen und so weiter. Die Wiese ist einmal angelegt worden, irgendwann im späten Mittelalter, wurde jedes Jahr zweimal gemäht, damit sie nicht verbuscht und nicht verwaldet. Und sonst mussten sie da nichts machen. Die Wiese war in sich stabil. Die Zusammensetzung der ganzen verschiedenen Arten hat außerdem ganz genau in die Gegend reingepasst, wo sie gestanden hat. Egal, ob es ein bisschen trockener, ein bisschen feuchter und so weiter. Und wenn die Wiese 100 Meter tiefer lag, hatte sie eine etwas andere Zusammensetzung als 100 Meter weiter oben. Das waren Klimaxgesellschaften, die absolut stabil über die Zeiten kamen. Die würden auch jede Klimaerwärmung bestens überstehen. Da würden einfach die feuchte liebenden Arten ein bisschen mehr zurückgedrängt, die anderen etwas höher und so weiter. So, diese Wiese haben wir aufgegeben durch den Wahnsinn, dass wir heute 5, 6, 7 Mal schneiden. Da bleiben nur ganz wenige Arten übrig, die anderen vertragen das gar nicht. Deswegen müssen wir und jetzt. Was schneiden wir jetzt 6, 7 Mal im Jahr? Das Grünzeug. Ah, okay. Das Grünzeug. Gut. Um unsere Silagelager zu füllen und unsere Milchkühe mit solchen Eutern zu versehen, dass sie ständig mit Medikamenten behandelt werden, weil die ganzen Gelenke kaputt sind. Heute ist ja das Euter so groß, wie die ganze Kuh vor 30 Jahren war, um es mal ein bisschen übertrieben. Aber das Thema Antibiotika in der Massentierhaltung schneiden wir jetzt nicht. Das schneiden wir nicht an. Das, was wir anschneiden, ist schlimm genug. Da brauchen wir uns die Antibiotika nicht auch noch zu kümmern. So, und diese Wiese haben wir also aufgegeben. Diese Wiese ist instabil geworden. Das heißt, wir müssen diese Wiese alle paar Jahre umbrechen, neu einsehen und so weiter, was ein Schweinegeld kostet. Wenn das früher gemacht worden wäre, hätte allein die Landwirtschaftsmaschinen oder die Pferdearbeit, die das gemacht hätte, den Hafer von den Nachbarfeldern aufgefressen. Jeder hätte gesagt, seid ihr noch zu retten. Hat also mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun. So, damit haben wir die stabilen Wiesen aufgegeben. Wir haben den stabilen Obstbau aufgegeben. Wir haben heute Reihen von Spindelbüschen, alles eine Sorte. Wenn da irgendeine Krankheit reinkommt, ist das Zeug hin. Ergo müssen wir das 25 Mal spritzen. Die Spritzmittel gehen alle irgendwo ins Grundwasser rein, vergiften die ganze Kleinfauna, töten unsere ganzen Vögel, die früher die Insekten vernichtet haben. Das heißt, wir müssen immer mehr spritzen. Längst sagen uns die Landwirte, ja, aber um Gottes Willen, wir haben überall Resistenzbildungen. Deswegen weiß natürlich jeder, das geht vielleicht noch 10, 20 Jahre gut, dann geht es nimmer. Und wenn wir dann diese natürlichen Freunde nicht mehr haben, dann ist die Artenvielfalt so zusammengeschoben, da komme ich wieder zurück, dann ist unsere Überlebensversicherung dahin. Das heißt, es ist wirklich eine Apokalypse, die Sie schildern und die ist jetzt auch nicht aus dem Bauch gesprochen, weil Sie haben auch ein historisches Beispiel im Gepäck. Ich glaube, es war in den 50er Jahren und der Mann hieß Mao Zedong. Er hat Großes so einfach umgesetzt. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Beispielen. Mao Zedong ist sicherlich ein sehr schönes.
der in den 50er Jahren damals beschlossen hatte, damit die Chinesen ordentlich Nahrung haben, müssen alle die Schädlinge weg, die sich sozusagen in unserer Nahrung bereichern. Das sind natürlich Ratten, Mäuse, aber auch die Vögel. Hat angeordnet, die Chinesen müssen alle auf die Straße, 3 Tage lang Krach machen, alle Vögel in die Luft jagen, alle umbringen. Das ist gelungen, 2 Milliarden Vögel sind getötet worden. China war praktisch vogelfrei. Hätte man für sich ein großes Fest feiern können, haben sie vielleicht auch sogar gemacht. Aber 3 Jahre später waren auch 45 Millionen Chinesen tot, weil sich im Nachhinein Schadinsekten so vermehrt haben, dass sie einen Großteil der Ernte aufgefressen haben. Die Chinesen sind heute noch dabei, Vögel aus Russland und Nachbarländern einzuführen und wieder anzusiedeln, um allmählich die ökologischen Verhältnisse dort wieder in Gang zu bringen. Anderes Beispiel, Irland, ein Kartoffelesserland. Die hatten so um 1850 herum, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber so in der Gegend mag es gewesen sein, beschlossen, diese ganze große Vielfalt von Kartoffelsorten, das ist ärgerlich und hinderlich und im Betrieb und so weiter. Lasst uns 1, 2, 3 Sorten machen, die Massen vermehren, die kriegt jeder und dann sind wir wunderbar versorgt. Das wurde gemacht und dann kam die Kartoffelfäule in diese Kartoffeln und hat diese paar wenigen Formen, die ist ja überrannt. Und was war? Da sind, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Leute hungers gestorben. Und das könnte uns natürlich selbst in unserer technisch ausgereiften Zeit jederzeit passieren. Mit Schweinen, mit Mais, mit Äpfeln und so weiter und so fort. Und das weiß man heute. Und das wird trotzdem riskiert, weil natürlich einige Firmen damit ihre Milliarden verdienen und gar kein Interesse haben. Da gilt dann das Motto, für uns wird es schon noch reichen. Da wird überhaupt nicht an die Zukunft gedacht. Deswegen wird es allerhöchste Eisenbahn. Sagt Professor Peter Berthold, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil Sie haben ja wirklich eine beeindruckende Vita. Sie sind Obstbauer mit einer eigenen Streuobstwiese. Ja. Das finde ich schon mal sehr vorbildlich. Ich habe es gesagt, Vogelkundler, Naturschützer, Ornithologe und Verhaltensforscher. Er war Leiter der Vogelwarte Radolfzell, das liegt am schönen Bodensee. Sie waren Professor an der Uni in Konstanz, Direktor der Max-Planck-Gesellschaft. Und wissenschaftlich haben Sie sich unter anderem mit der Vogelzugforschung und den Bereichen Populationsdynamik, Artenschutz und die Umwelteinflüsse in der Ornithologie beschäftigt, schwieriges Wort. Sie haben mehr als 350 Aufsätze in Fachzeitschriften geschrieben und waren von 1970 bis 2004 Mitherausgeber des Fachorgans Die Vogelwarte. Und Sie sind aktuell immer noch in der Arbeitsgemeinschaft zur Erstellung roter Listen gefährdeter Vogelarten in Deutschland. Warum ich das so aufliste, hat folgenden Grund, Herr Professor Berthold. Wie traurig ist es Ihnen ums Herz bestellt? Sie sind so lange mit dem Thema unterwegs und Sie warnen vor dieser Apokalypse. Je älter Sie werden, umso älter wir alle werden, umso näher kommen wir an diese Abbruchkante heran, wo es auch ganz schwierig ist, das alles wieder zurückzuholen. Woran liegt es, dass sich so eine industriell geprägte Gesellschaft, gerade wir hier im Oldenburger Land, Herzkammer der fleischverarbeitenden Lebensmittelindustrie. Ja. An keinem Ort in Deutschland gelangt so viel Nitrat ins Grundwasser und auch die kurz beschriebenen Antibiotika. Warum kommen Sie nicht zu dem Punkt, dass Menschen auf Sie hören? 1988 haben Sie mit dem Kanzler der Einheiten Gespräch geführt. Frau Merkel war früher mal Umweltministerin. Die weiß doch eigentlich, worum es geht. Aber warum kommen Sie aus dieser Niedlichkeitsecke? Ja, sterbende Vögel, sterbende Insekten. Warum kommen Sie nicht raus? Gibt es dafür eine Antwort, eine schlüssige? Ja, also zunächst mal die Antwort die, wir kommen da schon raus. Also ich bin ja an sich, sagen wir mal, in Naturschutzdingen unterwegs seit dem Jahre des Herrn 1956. Da habe ich meine ersten Naturschutzarbeiten gemacht. Kritik an einem Falkenhof, dafür gesorgt, dass dort die Vögel artgerecht gehalten wurden und so weiter. Kurze Zeit drauf, Schutz der ersten Eisvogelbrüter in einer kleinen Stadt im Schwarzwald und so weiter. Damals war es wirklich schwierig. Also wenn ich zum Beispiel zum Bürgermeister damals gegangen bin. Okay, aber heute sagt Ihnen jeder immer richtig, Sie haben ja recht, Sie haben ja recht und so, aber was passiert? Gar nichts. Doch. Es passiert auch eine ganze Menge. Also wir haben heute, erstmal ist die Bereitschaft unheimlich groß. Lass mal gerade noch mal bei dem Bürgermeister bleiben. Ich war damals, als ich 17-jähriger Schüler war, beim Bürgermeister und gesagt, Sie haben da einen Bagger stehen an einem kleinen Bach.
Der sollte dort die Arbeit nicht machen, da brütet ein Eisvogel. Und so, was für ein Ding? Ich habe gesagt, ein Eisvogel, habe ich dem beschrieben. Ach, weißt du, was eine Baggerstunde kostet? Ich habe gesagt, ja, ungefähr schon. So, dann hat er ihn also grollend nochmal abrollen lassen und hat gesagt, ich soll dann wiederkommen. Wenn das soweit ist, habe ich dann gemacht. Dann habe ich jemanden mitteilen müssen, der Eisvogel hat eine zweite Brut angefangen. Das heißt, es hätte sich nochmal über ein paar Wochen, da bin ich rückwärts aus dem Rathaus rausgeflogen. Das war aber 1956. Das war 1956. Okay. Heute werde ich von Bürgermeistern eingeladen. Die wollen von mir wissen, was können sie in der Gemeinde machen. Also da hat sich ganz gewaltig was verändert. Mhm. Natürlich ist das auf der einen Seite erfreulich. Viele Leute kommen aus mir und sagen, ist das nicht toll, was jetzt für ein Umweltbewusstsein. Sogar die Politik, sogar die CDU lädt sich jetzt ein und so weiter und so fort. Das ist die eine Seite. Die andere Seite muss man sagen, inzwischen ist die Situation so prekär geworden bei uns, dass Leute, die das bisher immer verdrängt, verleugnet, wegdiskutiert haben, inzwischen das Gefühl haben, Herrgott nochmal, wenn wir da nicht demnächst was machen, kann es sein, geht es meiner Tochter schon an den Kragen und aus meinem Enkel wird vielleicht nichts mehr, weil wir die ganze Natur zerwirtschaftet haben. Das heißt, um es mal ganz brutal zu sagen, den Leuten geht heute großteils der Arsch mit Grundeis. Trotzdem, und da kommen wir jetzt auf den Punkt, den Sie angesprochen haben, würde man sich mehr Aktivität erhoffen und mehr Weg in die richtige Richtung, Massentierhaltung, Versauerung. Ich meine, wenn wir heute hören, dass bereits ein Drittel der Grundwasserbereiche bei uns mit übermäßigem Nitrat, müsste man ja eigentlich sagen, Schluss, aus, fertig, jetzt ist das Ende. Nein, man sagt sich, ha, noch, der gute Herr Schmidt wird es sicher sagen, wir haben ja immer noch die Möglichkeit. Wer ist der Herr Schmidt? Landwirtschaftsminister. Ah, okay. Wir haben ja noch die Möglichkeit der Aufbereitung des Grundwassers nachher. Da muss man es halt durch Maschinen laufen lassen, wenn es noch ein bisschen teurer wird und so weiter. So wird ja heute bereits gedacht. Nicht? Also das sind natürlich schreckliche Sachen. Deswegen ist die ganz spannende Geschichte eigentlich die. Wir haben auf der einen Seite die dramatischen Umweltverschlechterungsverhältnisse. Wir haben eine zunehmende Gewahrwerdung dessen in der Bevölkerung. Wir haben auch sicherlich zunehmende Aktivitäten in die richtige Richtung. Aber was schlussendlich am Schluss gewinnen wird, wissen wir noch nicht. Doch, die Industrie. Die Industrie, das kann man noch gar nicht sagen. Wenn mittlere Katastrophen passieren würden, auch im ökologischen Bereich, ist die Industrie ganz schnell weg. Denken Sie aber Entschuldigung, wir haben doch eine Katastrophe mit dem Abgasskandal. Ja, aber denken Sie zum Beispiel an die Atomkraft. Nicht? Als damals Tschernobyl war, Fukushima. Fing man an zu sagen, na, da müssen wir schon und so weiter. Das ist nachher verpufft. Kurz nach der Zeit von Tschernobyl wusste jeder, was ein Becquerel ist. Nicht? Und alle haben immer geguckt im Gasthaus, was steht hier, ja, kann ich essen, oh, Wildschwein, nee, das kann ich nicht essen und so weiter. Wenn Sie heute fragen würden, was ein Becquerel ist, würden manche sagen, oh, das ist vielleicht irgendwie so ein neues Zeichen im Handy oder sowas dran. Nicht? Also, ein Emoji. Emoji, irgend sowas, nicht? Ist längst wieder weg. So, Fukushima war schon ein Zackenschärfer. Da hat sogar die Frau Merkel als Physikerin sich gesagt, scheiße, wenn das bei uns in Europa passiert, dann werde ich nicht mehr Kanzlerin. Und da ist meine ganze Partei weg. Also, da müssen wir die Notbremse ziehen, sogar gegen große Widerstände. So, Fukushima ist leider Gottes auch wahnsinnig weit weg. Und die Japaner ziehen jetzt zwar in die verseuchten Gebiete, aber die sind ja eh so alt, nicht? Da können ja viele schon, die ziehen ja mit 102 dort ins Gebiet zurück. Wenn die mit 104 sterben, das tut keinem mehr weh. Wenn jetzt bei uns hier Fessenheim die Luft fliegen würde, was glauben Sie, was da los wäre? Da hätten wir eine Volksbewegung und da könnte kein Mensch von der Industrie mehr sagen, ja, aber die zwei Werke, die wir jetzt gerade neu gebaut haben, da würden die Leute, ich weiß nicht, zu Millionen hinziehen und die ganze Gesellschaft. Das heißt aber, wir haben ja einmal die Politik, gut. Die ist sehr industrieausgerichtet, sehen wir jetzt beim Abgasskandal. Einen weiteren Finger in die Wunde würde ich gerne bei den Umweltbewegungen, Umweltorganisationen legen. Wo höre ich den NABU? Wo höre ich den BUND? Da höre ich auch sehr wenig. Was ist mit dem WWF? Und so weiter und so fort. Also da frage ich mich immer, Leute, wofür gibt es euch? Ja. Weil ich habe mir die Zahlen extra noch mal aufgeschrieben. Ja. Dann können wir gleich drüber reden. Ja. Das sind inzwischen leider Gottes mehr oder weniger etablierte Vereine geworden. Die unterscheiden sich eigentlich in gar nichts mehr von politischen Parteien, etwa von den Grünen. Was haben wir für Hoffnung gesetzt in die Grünen? Nun schauen Sie sich mal an, Baden-Württemberg, die grün-schwarze Regierung. Was hören Sie von den Grünen? Gar nichts. Filzokratie, daher
Wer hat es jetzt vor kurzem gesagt? Der Herr Kretschmann ist ja eigentlich inzwischen autofreundlicher als viele von der CDU. Der brauchte, glaube ich, so ein großes Auto für seinen Enkel. Ja, der fährt irgendwie einen großen, dicken Mercedes und hat jetzt vor kurzem gesagt, dass es Probleme bereiten würde, in diese kleine, enge Ölsardindose da reinzukommen. Also, und ähnlich ist es bei NABU und BND. Die haben inzwischen ihre Pfründe eingerichtet. Die haben sich oft auch mit dem Establishment in den Gemeinden arrangiert. Die kriegen, wenn sie da, sagen wir mal, gegen die neue Kreuzung nicht allzu viel protestieren oder gegen den neuen Sportplatz, der draußen gemacht ist, kriegen sie im nächsten Jahr 3.000 Euro mehr für ihr Naturschutzzentrum und können dann hinten eine Gartenlaube bauen und so weiter und so fort. Alle diese Dinge. Also braucht es eine neue Bürgerbewegung? Natürlich. Und eine neue Bürgerbewegung kriegen sie immer dann, wenn den Leuten irgendwas in den Arsch beißt und wenn es eng wird. Aber ich möchte eigentlich nicht erst auf eine Katastrophe warten. Ich bin doch schlau genug. Wir leben doch im Jahre 2018, glaube ich. Ich glaube, es ist, glaube ich, das 21. Jahrhundert. Und es gibt so ein Phänomen, glaube ich, das heißt Internet oder so. Das heißt, will damit sagen, ich kann ja 24 Stunden rund um die Uhr, das ist ja das Schöne auch am Internet, Werkstatt Zukunft, 24 Stunden rund um die Uhr kann man sich anschauen, überall, wo man ist, auf der Welt. Aber da hören Sie nicht viel Scheißes und lesen auch nicht viel Scheißes. Ja gut, aber ich will ja darauf hinaus. Es gibt gar nicht, also es stand noch nie so viel Wissen zur Verfügung. Aber ich setze es nicht um. Ich ignoriere es. Genau, und ich stand auch noch nie so viel dummes Zeug drin. Ja, das geschenkt, ist, trotzdem. Ja, ich nehme ja nur das Gute. Ja. Und da bräuchten wir schon, also wie gesagt, wir bräuchten, und das werden wir auch kriegen, mittlere Katastrophen. Es muss immer irgendwo wehtun. Und immer wenn es wehtut, dann fangen die Leute an zu sagen, Mensch, da muss ich irgendwas machen. Also mir tut's weh. Wenn ich sehe, dass in den letzten 12 Jahren 15% der Singvögel in Deutschland gestorben sind. Das sind 12,7 Millionen Brutpaare. Ja. Das ist auch eine Wahnsinnszahl. Natürlich. Also ich habe jetzt hier, wir haben hier vom Landesmuseum ein paar Exponate bekommen. Der Haussperling weckt mich jeden Morgen. Das ganze Jahr bei uns leben, ich weiß nicht, wie viele Familien, Spatzen im Dach. Das ist wunderbar. Trotzdem, das ist alles viel zu weit weg und ist zwar bedauerlich. Und das kann man auch abends, sagen wir mal, beim Gläschen Wein und beim paar Chips oder sowas, kann man das bedauern. Das ist so, wie wenn Sie zum Beispiel Katzenfreund sind. Ich bin kein Katzenfreund. Ich sage nur, als Beispiel. Gut. Sie sind Katzenfreund und Sie sitzen abends zusammen und irgendwie Nachbarn kommt, denke mal, meine Katze ist vergiftet worden, sagen sie, ach du lieber Herr, ich war furchtbar nicht. So, kaum ist die weg, was sagt man, die war schön blöd, die jetzt halt so und so viel draußen rumlaufen lassen und so weiter und so fort. Solange der eigenen Katze, wenn die eigene Katze tot im Garten liegt und die Untersuchung beim Tierarzt hat ausgemacht, vergiftet, dann wird es interessant. Dann werden sie aktiv. Es muss irgendwo erst einmal... 10 Millionen Hauskatzen in Deutschland? Naja, sagen wir mal, vielleicht sind es auch nur 8. Okay, und die meucheln jedes Jahr wie viele Singvögel? 30 Millionen Singvögel oder sagen wir mal 30 Millionen Vögel. Mhm. Das ist aber kein Pappenstiel, ne? Das ist genauso viel wie im gesamten Mittelmeergebiet, einschließlich Ägypten, durch Jagd und illegale Jagd umgebracht wird. Also im Grunde genommen ein absolutes Gravurum. Müsste auch, und da kommen wir wieder zu den Verbänden, NABU, die müssten eigentlich im Grunde genommen alle rumlaufen mit irgendeinem, was weiß ich, einer Katzenlarve, um zu sagen, liebe Leute, macht was gegen eure Katzen. Weil gemacht wird gar nichts. Also jetzt die neue Studie veröffentlicht wurde in Amerika und in England. Und die Leute vom NABU und vom BND, von Presseleuten angefragt worden, wären sie bereit für ein Interview, haben alle gesagt, nee, wir sind im Augenblick so beschäftigt, wir haben ganz viel zu tun und so weiter. Warum? Weil die natürlich ja von den Spenden ihrer Mitglieder leben und so weiter und genau wissen, wenn sie gegen... Da sind auch Katzenfreunde dabei. Natürlich, da gibt es ja ganz viele, die haben beide Herzen in ihrer Brust, Vögel und Katzen. Da würden viele sagen, was, die sind jetzt gegen Katze, gegen Maikatz, die noch nie einen Vogel gefasst hat. Die Spinner wohl, die kriegen von mir keinen Cent mehr. Und deswegen wird lieber stillgehalten. So wie in der Politik auch. Ja, das ist es ja auch so. Ich kann ja nicht Wahlen gewinnen, indem ich Hauskatzen verbiete zum Beispiel. Nein, natürlich. Da gibt es eine Partei, die hat schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, alle haben da schlechte Erfahrungen gemacht. In Baden-Württemberg hatten wir zum Beispiel früher in der alten Naturschutzverordnung drinstehen, dass die Katzen in der Zeit von Ende März bis Anfang Juni im Haus zu halten sind. War natürlich schwer praktizierbar, ist auch nicht kontrolliert worden, aber immerhin stand drin. Und wir waren was erstaunt, als die neue Naturschutzverordnung kam, haben reingeguckt, der Passus war weg. Dann haben wir in Stuttgart angerufen und gesagt, um tausend Gottes Willen, was ist denn da los? Ach, Jesus. Ja, das ist beim Abtippen ist das verloren gegangen. Nein. Ja, das war die Abtippen. Ich kann nicht genau sagen, was da war. Da hat irgendeiner von den Abgeordneten eine Freundin gehabt, die war Katzenliebhaberin. Und die hat gesagt, das will ich dir sagen. Wenn der Passus drin bleibt. Dann trennen wir uns.
dann kannst du gucken, wo du am Wochenende bleibst. Ne? Ja. Wir lachen jetzt so gönnerhaft. Ja. Aber es ist ja wirklich dramatisch, wenn man sich mal überlegt, dass die Biomasse der Insekten um 75% zurückgegangen ist. Und das Verursacherprinzip ist klar. Also da müssen wir nicht lange drum herum diskutieren. Und das finde ich ja auch so frappierend. Geld ist ja da. Also diese Agrarsäule in der europäischen Subventionspolitik ist ja die größte mit Abstand. Also das heißt, wenn ich noch eben meinen Gedanken zu Ende gedacht, bitte. Mhm. Das heißt, wenn ich die Subventionen auf die Landwirte dementsprechend umschichte, dass sie eben die Umwelt schützen, Artenvielfalt erhalten, dann ist doch das Problem ganz leicht gelöst. Ja, an für sich schon. Aber natürlich, ich meine, wenn das würde bedeuten, dass man die ganzen Insektizide natürlich sofort ganz stark reduziert, Neonicotinoide möglichst ganz verbietet. Ist blöd für die Industrie, die sie herstellt, natürlich. Milliarden werden damit verdient. Ja. Und da ja die ganze Politik von diesen Leuten vereinnahmt worden ist, die haben ja in Berlin alle ihre Büros und ihre Orte, wo sie ständig mit ihnen zusammensitzen. Ist natürlich, und wenn Sie sehen, so ein Herr Schmidt, der im Alleingang gesagt hat, da wird halt Glyphosat noch mal im Jahr verlängert. So ist er halt, der Schmidt. Damit hat er sich im Grunde genommen seinen Posten bei Monsanto eingekauft. Ne? Der wird so. Aber jetzt noch mal zu den Insekten zurück. Da muss man bei den Insekten, bei den Vögeln haben wir ganz große Probleme im Hinblick auf die industrialisierte Landwirtschaft. Bei Insekten, zum Beispiel das Rebhuhn. Feldlerche, Kiebe. Alle Opfer der Landwirtschaft. Bei den Insekten wird es viel schwieriger. Da haben wir auf der einen Seite die Landwirtschaft mit den Insektiziden. Wir haben auf der anderen Seite ein Riesenproblem, die Lichtverschmutzung. Und die ist viel schwerer wegzukriegen. Also, ich will mal so sagen, wenn wir so weit kommen werden, dass wir alle Nutzpflanzen einschließlich Raps von Hand bestäuben müssen, wie auch immer das funktionieren mag, was nie gehen wird. Aber nehmen wir mal an, es käme dahin und uns die Kosten davonlaufen, würde es ein ganz leichtes sein zu sagen, so, ab morgen sind alle, was weiß ich, Insektizide verboten, einschließlich der Neonix, das wäre überhaupt kein Problem. Aber die Lichtverschmutzung zu reduzieren, als ich jung war, in der Schule von dem vorhin schon angesprochenen Nagold. Entschuldigung, Lichtverschmutzung heißt einfach abends Straßenlaternen und die ganzen Haushalte haben Licht und so. Okay, wenn Sie sich heute ein Foto anschauen, wenn was vom Weltall gemacht worden ist, von so einer Raumstation. In Deutschland ist fast alles hell, der ganze Raum, Ruhrgebiet, Frankfurt, Mannheim bis runter, Freiburg. Es gibt ein paar düstere, dunkle Ecken. Bezeichnenderweise ist eine in Bayern, das ist der Bayerische Wald. Andere ist oben Ostfriesland und so ein bisschen Flensburg und so. Mecklenburg-Vorpommern, da wo die Frau Merkel herkommt, natürlich auch kein Wunder. Aber der Rest ist alles helles Gebiet. Und wenn man denkt, so vor ungefähr, als Sie noch nicht ganz geboren waren, aber ich schon rumgelaufen bin, wenn man da früher so eine Straßenlampe abends eingeschaltet hat, waren alles voller Insekten. Wolken von Insekten, große Falter. Oder Sie haben in der Wohnung Licht angemacht, bevor Fenster und Türe zu. Gibt's heute nicht mehr. Kam das Zeug, meine Mutter hat oft gesagt, Mensch, Junge, bist du verrückt, mach erst die Türe zu. Überall die Falter, die dann diese Staubflecken hinterlassen haben an der Decke und so weiter. Heute können Sie den ganzen Sommer Windschutzscheibe, Autos, dasselbe. Und das wegzukriegen, wird natürlich viel, viel schwieriger. Das würde heißen, die ganzen großen Gebäude ohne Beleuchtung, Schaufenster. Als ich aufgewachsen bin in Nagold, in einer Stadt immerhin mit 5000 Einwohnern, 1956 gab es in der ganzen Stadt keine einzige Straßenbeleuchtung und kein beleuchtetes Schaufenster. Das heißt, wenn Sie abends, sagen wir mal um 9, 10, je nach Jahreszeit, in die Stadt gegangen sind, standen Sie im Stockdunkel. Aber das könnte man doch heute übers Ordnungsrecht auch wieder ändern. Dafür sind natürlich keine Wahlen zu gewinnen, das ist mir klar. Aber wenn Sie Bundespräsident wären, könnten Sie es ja erlassen. Wenn ich Kaiser von Deutschland wäre, würde ich. So Öko-Kaiser. Ja, aber Orni-Kaiser. Orni-Kaiser. Aber jetzt schauen Sie sich mal unsere Quasselbuden an, wo die zusammensitzen. Die würden 20 Jahre diskutieren, bis dort nehmen wir das letzte Insekt weg. Ich möchte noch mal auf ein Phänomen hinweisen. Ich bin groß geworden mit so Namen Konrad Lorenz, Bernhard Schimek, Heinz Sielmann, Horst Stern. Ja. Wer kommt denn da so nach? Also auch in der Forschung gibt es ja immer weniger Stellen. Also auch in der Forschung gibt es immer weniger Menschen, die über Insekten forschen, die über Vögel forschen und so. Und das kann man nicht sagen. Nee? Nein, das kann man nicht sagen. Also das ist mit Sicherheit nicht so. Im Gegenteil, das waren früher sehr wenige. Und es gab auch sehr wenige Stellen. Ich habe die alle persönlich gekannt. Nicht? Also Konrad Lorenz war früher mein Lehrmeister und dann später waren wir Institutskollegen. Heinz Sielmann war 50 Jahre mein guter Bekannter und dann schlussendlich mein väterlicher Freund. Horst Stern war bei uns im Institut oft zugange bei Gerhard Thielke. Da haben wir zusammengesessen und über Rothirsche und Schweine. Wir haben uns schon damals gefreut, dass der Film über die Hirsche genau an Weihnachten kam und die Jäger alle mit ihrem Glas Sekt rückwärts aus dem Sofa gefallen sind.
Damals gab es relativ wenig Stellen. Natürlich haben sich damals, sagen wir mal, in diese Position oder auch Cimek in den Positionen nur wirklich herausragende Persönlichkeiten überhaupt etablieren können. Nehmen wir mal mein Institut. In meinem Institut, als ich dort war, Vogel war der Radolfzell, gab es einen örtlichen Leiter und einen Wissenschaftler. Ich hatte dann immerhin in meiner Zeit schon drei. Mein Institut hat heute über 100 Leute. Oh. Und davon sind vielleicht 60 oder so Wissenschaftler. Mhm. Das ist eine richtige Maschinerie geworden. Mhm. Die arbeiten aber alle in solchen Bereichen. Mhm. Das ist gar nicht mehr heute möglich, dass sie, so wie ich das noch machen konnte, so breit aufgestellt. Das ist gar nicht mehr denkbar. Mhm. Und damit wird es auch schwierig, nicht? Oder dass ich zum Beispiel immer in der Lage war, neben meiner ganzen wissenschaftlichen Arbeit her, noch Nebenerwerbslandwirt zu sein und eben weiß, wie man Obst baut, wie man Schafe hält, wie man eine kleine Landwirtschaft umtreibt, sodass ich mit allen Landwirten immer auch mitreden kann. Das ist heute praktisch fast gar nicht mehr möglich, durch den hohen Grad an Spezialisierung. Deswegen wird es auch immer seltener, dass irgendwo wirklich Persönlichkeiten groß werden, die einen richtig großen, breiten Überblick haben und in vielen Bereichen mitreden können. Das ist bedauerlich. Auch eine Frage des Zeitgeistes. Absolut. Wir wollen ja positiv aus unserem Gespräch rausgehen, Herr Professor Berthold. Und Ihre Idee, Ihr Vorschlag ist ja, jede Kommune ein Biotop. Genau. Ja. Über welche Fläche sprechen wir hier? Wünsche ich mir schon 1%? Wäre das schon ganz okay? Also ich würde mal so sagen, als Stadt auf alle Fälle. Mhm. Wir haben früher mal ausgerechnet, wie viel wir in der Bundesrepublik uns leisten könnten, aus der Nutzung herauszunehmen. 1988, als wir die Arbeit publiziert haben. Und 1988 schon? Ja, das so war, alt ist die Idee schon? So alt ist die Idee. Damals habe ich die mit meinen... Und wie frustriert sind Sie nach 30 Jahren? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein, okay. Überhaupt nicht. Es ist interessant zu sehen, was sich so entwickelt, wie das alles geht. Wie sich so die Vorgärten in Deutschland entwickeln. Natürlich. Und wenn wir Glück haben, wird es eine gute Sache. Wenn wir Pech haben, wird es mit den Saurieren. Wir haben immerhin wenigstens heute einige Skelette noch. Da hätte ich Hoffnung, dass zum Beispiel dann anstelle von diesem Kameraden hier vielleicht das Skelett von der Frau Merkel steht, mal später in 30 Jahren oder sowas. Also irgendwas wird schon bleiben. Was ganz sicherlich nicht passieren wird, ist, dass das Leben auf der Erde ausgerottet wird. Das ist ja das Einzige, was mir in meinem ganzen Leben mal Angst gemacht hat. Mhm. Als es mal hieß, das hat übrigens auch Konrad Lorenz mal vertreten, und auch Horst Stern, die haben gesagt, mein Gott, jetzt hat die Menschheit so furchtbare Waffen entwickelt, die Atomwaffen, wenn die wirklich alle gezündet würden in einen Atomkrieg, dann würde das Leben auf der Erde ausgerottet. Inzwischen haben wir Tschernobyl erlebt. Tschernobyl hat eine der besten Mäusepopulationen, die es überhaupt gibt. Auch viele andere Sachen leben wieder drumherum. Da lebt ja auch kein Mensch, deswegen. Dort leben Menschen. Aber nur ganz wenige. Ja, aber immerhin, sie leben und gar nicht so ganz wenige. Viele Alte haben gesagt, nee, ich bleibe hier und leben dort noch relativ gut. Und die anderen leben natürlich sehr viel besser. Und selbst wenn heute tatsächlich der Herr Trump und Nordkoreaner ihre Knöpfe drücken würden, was immer noch denkbar ist, das würde beispielsweise irgendwelche Tiefseeformen im Atacama-Graben, 8000 Meter neben Chile, die würden das überhaupt gar nicht mitkriegen, dass da was passiert ist. Die würden nur eines Tages, wenn sie an die Oberfläche kämen und oben an Land gehen, sagen, wunderbare Verhältnisse, hier gibt es Pflanzen, aber hier gibt es gar keine Tiere. Hier können wir eine Evolution anfangen. Hier können wir die tollsten Vögel entwickeln, die es je gegeben hat. Das ist eigentlich das Leben. Und da wir ja sowieso weder wissen, warum die Erde so eingerichtet ist, wie sie ist, warum es ein Ebenbild Gottes gibt, was sich aber benimmt wie die Axt im Walde, wie wenn das Hirn als erstes rausgefallen wäre. Wobei der Papst ja jetzt wirklich auf der sicheren Seite ist. Der hat sich ja nicht nur deswegen auch Franziskus genannt. Also der hat ja schon einen Appell für das Leben. Also er zeigt guten Willen in einer Richtung. Auf der anderen Seite muss man sagen, müsste er genauso gut wissen wie wir alle, dass das Hauptproblem oder eigentlich das einzige Problem, was wir auf der Erde haben, ist die Massenvermehrung des Menschen. Aber jetzt nochmal die Idee, nochmal eben mit jeder Gemeinde ihr Biotop. Ja. Also wenn wir so 1% hätten, das ist ja so die Idee, Anfang. Das wäre super. 10% wäre das, was wir meiner Meinung nach uns alle leisten könnten. Und wenn wir das schaffen würden, damit könnten wir eigentlich unsere Artenvielfalt im Wesentlichen retten. Und wenn wir dann begreifen würden, dass die Landwirtschaft, die wir jetzt betreiben, nicht zukunftsfähig ist, sondern nur eine nachhaltige und die schrittweise wieder einrichten würden, könnten aus diesen 1 oder 10% die restlichen Flächen wieder besiedelt werden. Da hätten wir wieder paradiesische Verhältnisse. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich nach diesem Homo horribilis, ich habe noch nie einen Sapiens gesehen, mit Ihnen als Ausnahme, Homo horribilis oder
was weiß ich, tatsächlich mal so was Ähnliches würde wie eine vernunftbegabte Menschengestalt, könnte die tatsächlich noch ordentliche Verhältnisse bekommen. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Also jede Gemeinde ihr Biotop, damit es dem Dompfaff-Pärchen wieder besser geht, der Feldlerche, dem Haussperling, auch dem Kiebitz im Oldenburger Land, das Rebhuhn. Das ist eigentlich schon den Bach runter. Nicht? Auch Stare gibt es immer weniger. Ja, natürlich. Deswegen ist der Stare ja auch Vogel des Jahres geworden. 70% Abnahme im gesamten Verbreitungsgebiet von Skandinavien bis Norditalien. Das ist schon substanziell. Ich stelle es mir mal vor, wir hätten im nächsten Jahr bei uns nur noch 30% der deutschen Einwohner, was für die Natur sehr gut wäre. Aber da wäre schon ein ziemlicher Aufschrei. Da werden sich plötzlich auch die Parteien in Berlin einig, dass man da was machen muss. Das stimmt, da müssen wir was ändern. Aber 30.000 Abgastote in Deutschland sind irgendwie auch, ist alles noch zu gering. Ich glaube auch, dass so die Gesamtfläche der Gärten in Deutschland, der Deutsche ist ja auch so ein Gärtner vor dem Herrn. War er mal. Genau. Aber ich glaube, wenn er die Fläche, 4% glaube ich ungefähr so von ganz Deutschland, wenn die ökologisch bewirtschaftet würde, also mit Blüh und so weiter und so fort, wäre doch für die Insekten und die Vögel alles paletti. Alles paletti wäre nicht, weil viele... Wäre auf einem guten Weg. Aber es wäre ein guter Weg und es wäre ein guter Anfang, gar keine Frage. Aber das hinzukriegen, ich meine, wenn Sie heute gucken, dass in einer normalen Gemeinde, sagen wir mit 1.000, 2.000 Einwohnern, haben Sie 2, 3 ökologisch betriebene Gärten und der Rest sind reine Psychopathengärten, wie ich die nenne. Psychopathengärten? Runtergemäht bis auf den letzten Zentimeter. Da kommt irgend so ein Volldepp von der Arbeit heim, macht so ein stinkendes Krawalleisen an. Ach, vielleicht fährt er auch mit Strom. Ja, wenige. Ja. Fährt da jede Woche hinter dem Ding, schmeißt hin, dann stoppt er das Ganze Zeug in die Abfalltonne, lässt das abfahren. In Indien hätte man dafür früher, was weiß ich, Hühner, Kaninchen, bei uns übrigens auch, hätte die halbe Familie davon ernährt. Dann wird Kunstdinger draufgeschmissen, damit das Ding auch wieder ordentlich nachwächst, damit sich dann eine Woche später wieder... Also wenn das jemand extraterrestrisch beobachten würde, würde ich sagen, schau mal, der muss irgendwo aus einer Heilanstalt entlaufen sein. Das ist alles eine Komödie. Das ist alles eine Komödie. Herr Professor Berthold, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast gewesen sind in der Werkstatt Zukunft. Gerne. Danke auch an die Umweltstiftung Weser-Ems. Danke an unseren Gastgeber hier im Museum für Mensch und Natur in der Naturaliensammlung hier in Oldenburg. Ganz herzlichen Dank und wir drücken Ihnen die Daumen. Wir stehen fest an Ihrer Seite. Wir brauchen Sie nicht. Aber uns allen. Jeder Gemeinde. Also so sehen wir schon eher. Jeder Gemeinde ein Biotop. Vor allen Dingen unseren jungen Leuten, nicht, die ja als ganz arme, bedauernswerte Schweine rumlaufen. Was sollen die machen? Die Alten machen nichts wie Mist. Kaufen sich jetzt noch SUVs, Riesenkarren, möglichst noch Diesel, um da irgendeinen Kindergarten zu fahren. Nicht? Fressen jeden Tag 5 Kilo irgendwelches Massentierprodukt und so weiter, sind nicht einmal gesprächsbereit. Nicht? Tagsüber sind sie nicht da, abends sitzen sie vor dem Fernseher oder so. Das ist eine verlorene Generation. Für die müssen wir beten, für die müssen wir einiges machen. Dass die den Kiebitz wieder sehen und hören. Weil diese Vögel sind ja auch alle so liebenswert, also aus meiner Sicht zumindest, weil sie eben so unglaublich tolle Stimmen haben. Und wertvolle Helfer. Nicht? Und eben wertvolle Helfer. Was die früher in der Landwirtschaft an Schädlingen, also betrachtet für unsere Nahrungsproduktion, rausgeholt haben, ist ja unglaublich. Nicht? Müssen wir heute alles mit Gift machen. Demnächst nur noch mit Gift und das geht nicht lange. Gehen wir doch mit einem positiven Appell aus dieser Sendung raus. Was wünschen Sie uns allen? Dass, sagen wir mal, ein paar mittlere Katastrophen in nächster Zeit kommen, die aber so heilsam sind, dass der Großteil der Bevölkerung auch ohne Zutun der ganzen mafiosen Regierungsleute, die alle mit der Industrie verbandelt sind, auf den rechten Weg kommen und ungefähr so eine Gesinnung bekommen wie unser Papst Franziskus. Sagt Professor Dr. Peter Berthold in der Werkstatt Zukunft hier aus Oldenburg im Naturkundemuseum Mensch und Natur. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und seien Sie nett zu Insekten und Vögeln in Ihren Gärten, aber auch sonst, wo Sie unterwegs sind, hier im Oldenburger Land. Machen Sie es gut. Tschüss.